Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich möchte heute mit dir eine Geschichte aus einer ganz anderen Perspektive beleuchten. Und um uns gemeinsam in diese Zeit zu begeben, möchte ich dich bitten, dass wir wieder einmal eine Kerze gemeinsam anzünden. Vielleicht machst du das jetzt gerade mit deinen Eltern, während ich das hier mache. Ich stelle diese Kerze hier hinten hin und dann sehen wir sie beide und wissen, dass wir gemeinsam in der Bibelgeschichte gerade unterwegs sind. Für die heutige Geschichte müssen wir ganz weit in die Vergangenheit wandern. Wir waren letzte Woche wieder im Neuen Testament bei Maria und Martha. Und diese Woche gehen wir ganz weit zurück. Nicht ganz an den Anfang der Bibel, aber nur ein paar Kapitel weiter nach hinten. Heute geht es nämlich um die Arche Noah. Vielleicht hast du davon schon gehört, aber bestimmt noch nicht aus der Perspektive von einer Schnecke. Und genau diese Schnecke wird euch jetzt diese Geschichte erzählen. Seid gespannt. Danke, Sarah. Das ist wirklich sehr nett von dir. Hallo, Kinder. Ich bin Schnecki. Schnecki, die Schnecke. Und zwar ist bei mir ganz besonders, dass ich, ich bin schon etwas älter. Ich war nämlich selber bei der Arche mit dabei. Glaubt ihr mir nicht? Ich sehe noch so jung aus, ne? Aha. Ja, also, ich war dabei. Und ich erzähle euch jetzt mal, wie das damals so war. Also ich war schon, bevor wir auf das Schiff gegangen sind, bei Noah. Noah hat nämlich ganz schön lange und viel an der Arche gearbeitet. Kaum zu glauben. Ich konnte ja jeden Abend immer schön zurück in mein Häuschen gehen. Aber Noah hat das ein neues Haus für uns gebaut. Und zwar eine Arche. Habt ihr schon mal eine Arche gesehen? Die ist riesig. Riesig. Und Noah hat die ganz alleine gebaut. Noah hat die so gebaut, dass da von jedem Tier auf der Welt zwei Stück, wie meine Fühler hier oben, zwei Stück reinpassen. So. Er hat für seine Familie und für seine Kinder, also Frau und Kinder und deren Frauen, auch noch Platz geschaffen. Wow, crazy. Und alle Leute um ihn rum haben ihn für verrückt erklärt, weil er hat ein Schiff gebaut, aber da war gar kein Wasser. Nirgendwo. Er hat überall geguckt, aber kein Wasser. Naja. Dann haben alle ihn halt für noch verrückter gehalten. Aber Noah hat auf Gott vertraut. Gott hat ihm nämlich gesagt, dass er dieses Schiff bauen soll. Hat er gemacht. So. Also, irgendwann hat Gott gesagt, okay, es ist Zeit, bring alle Menschen aufs Schiff und alle Tiere. Und er hat mich nicht vergessen. Mich, kleine Schnecke, hat er nicht vergessen. Bringt die aufs Schiff und dann geht es los. Und bevor die letzten Tiere wirklich auf dem Schiff waren, fing es an zu regnen. Alles war nass und es hörte nicht auf zu regnen. Ganz, ganz viele Wochen hat es durchgeregnet und das Schiff ist geschwommen. Riesengroßes Schiff. Ich habe ja nicht geglaubt, dass das schwimmen kann. Aber Noah hat alles so gemacht, wie Gott das wollte. Und deswegen ist es geschwommen. Und irgendwann, Noah hatte extra ein kleines Fenster eingebaut in das Dach, hat er eine Taube rausgelassen.
Und als die mit einem Zweig im Maul zurückkam, also so, wussten wir, dass das Wasser wieder weg ist. Und dann, nach ein paar weiteren Tagen, konnte Noah das Schiff aufmachen. Und wir durften alle raus. Ist das nicht cool? Und dann bin ich noch länger bei Noah geblieben und bei seinen Nachkommen und habe noch alles andere mitgekriegt. Vielleicht erzähle ich euch mal noch eine andere Geschichte, die ich erlebt habe. Aber reicht das so erstmal, Sarah? Dankeschön, Schnecki. Das reicht uns erstmal. Wow, was für eine coole Geschichte, oder? Noah baut eine Arche und wird dann dafür belohnt, indem er mit seiner Familie überlebt. Krass. Vielleicht hast du zu Hause ganz viele Duplo-Steine oder Playmobil und magst mal sowas nachbauen. Lego, Duplo, irgendwas, womit man bauen kann. Vielleicht magst du aber auch ein Bild malen. Und dann kannst du Bilder davon oder einen Brief oder das Bild selber mir an sarah.wilke@ev-jugend-halle.de schicken. Oder an die Kirchengemeinde, in die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Halle mit der YouTube-Mitmachaktion in der Martin-Luther-Straße 7 in 33790 Halle. Ich würde mich freuen, von dir zu hören und bin gespannt, welche Geschichte nächste Woche auf uns wartet. So. Das war die Bibelgeschichte und wir pusten jetzt gemeinsam die Kerze aus und sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!